Hallo, ich heiße Adam Kirbas und das ist mein Podcast Identitätskrise. Heute ist der 18. November, es ist ein Freitag 2022, so sagt mir zumindest der Kalender. Ich bin hier in Şaincil in Ordu. Ordu ist eine Stadt an der Schwarzmeerregion in der Türkei. Es ist Winter, es ist, wir in der Türkei ist ja mild jetzt, wie jetzt in Europa. Wie man hört, gibt es eine Energiekrise. Also ich weiß nicht, wie man jetzt diesen Winter in Europa hinter sich bringt. Ich hoffe, dass jeder wohlauf ist, dass man das irgendwie hinter sich bringen kann. In diesem Podcast werde ich weitermachen. Die Gedanken, also wo ich angefangen habe zu erzählen, wie gesagt, und ich muss es auch immer wiederholen, das sind alles, ich bin mir da bei vielen Sachen gar nicht sicher. Es sind da Sachen vorgefallen, die eben erst nach Jahren und nach mehrmaliger Rekonstruktion und auch nach Sinn erfassendem Zusammenfügen irgendwie einen Sinn ergeben. Und wie gesagt, auch die Reihenfolge bin ich mir nicht sicher. Ich werde heute wieder Vorkommnisse schildern aus dieser Zeit, aus der Volksschule in Högmoos in Österreich, wo auch wiederum ich nicht weiß, war das davor, war das danach. Ich weiß nur eines, es war in dieser Volksschule, später auch in anderen Schulen, in St. Georgen. An der Volksschule in St. Georgen fallen Sachen vor. Dann der Hauptschule in Bruck an der Großglocknerstraße fallen Sachen vor. Und auch in anderen Schulen, dann auch in der Handelsschule, in der ich gegangen bin, sind Sachen vorgefallen. Später wird es dann konkreter. Doch meine Jugend, meine Kindheit, die ist meistens eben noch verworren. Die ist heute noch verworren und es wird wohl nicht mehr möglich sein, nach so vielen Jahren das noch zu enträtseln oder das noch offen zu legen. Das sind sehr viele Vermutungen, sehr viele, wie gesagt, eben deswegen diese Leute, die eben diese Droge verwendet haben und auch heute bis zum heutigen Tag diese Droge verwenden. Also diese Droge, die wird verwendet, traurigerweise. Also diese Droge, die einem das Gedächtnis löscht. Und es ist sehr wahrscheinlich, dass, wie gesagt, sehr viele in Österreich, aber auch in Deutschland oder auch hier in der Türkei eigentlich missbraucht worden sind und die scheinbar oder vielleicht gar nicht davon wissen. Und das ist also die Dunkelziffer ist eine sehr hohe und man weiß da nicht so recht, was da geschehen ist. Doch man hat ein Leben zerstört und auch wenn es mühsam ist, Jahre später das alles zu rekonstruieren, wo man sich auch fragen muss, ja, wieso muss man das alles rekonstruieren? Wieso muss man daran überhaupt noch denken? Naja, du musst daran denken, um damit abschließen zu können. Ja, zum Beispiel zu einer gewissen Zeit. Man wird ja von diesen Vorkommnissen verfolgt. Diese Vorkommnisse, die lassen einen ja nicht in Ruhe. Also Jahre später, Jahrzehnte später, sie verfolgen einen immer noch. Es sind Gedankenkonstrukte in meinem Kopf, die mich nicht in Ruhe lassen. Es sind jetzt um diese Zeit Schmerzen, die ich nicht in Ruhe lassen. Schmerzen, die dich immer und immer wieder an den Tag dort zurückbringen oder du nicht weißt, woher sie kommen, was da geschieht, was mit dir geschieht. Und damals in Högmoos, das habe ich auch später behandelt und dieses Muster, das hat man ja doch immer wieder gesehen, also was da geschieht mit Kindern. Und das Nächste, was ich mich erinnere, ist, dass wir waren da in einem Turnsaal, das war in der Volksschule in Högmoos, der Turnsaal, der war im Erdgeschoss und der hatte vorne eine Tribüne,
da wurden immer Aufführungen abgehalten, da war auch immer Messen, also da war der Pfarrer, der in Taxenbach dort eben der Pfarrer war, der hat dort auch immer Messen gehalten, da wurden Anreden gehalten und so. Und du musstest durch diese Tribüne oder über diese Tribüne konnte man in den Hof kommen. Also in den Hof, dort, wo man meistens in der Zehnerpause sich aufhalten durfte. Mir wurde das aber nie wirklich erlaubt. Der Punkt war so, ich habe eine sehr sadistische Lehrerin gehabt. Das war eben diese Maria Volker, die, wie gesagt, das war nicht ihr richtiger Name. Das habe ich erst später erfahren, aber sie hat sich uns der Klasse, mir als Maria Volker ausgegeben und die dann später geheiratet hat oder zumindest sie hat gesagt, sie hat geheiratet und sie hieß dann Maria Schobersteiner. Und wir sind da eben über die Tribüne und alles bist du rausgegangen und ich habe zum Beispiel in die Zehnerpause nicht hinausgehen dürfen. Ich habe in den Pausen nachsitzen müssen. Also das mag für einiges merkwürdig sein. Für mich war das hat irgendwie auf einmal angefangen. Also ich habe es auch nicht verstanden, wie und warum, aber es hat immer wieder geheißen, dass ich geistig zurückgeblieben wäre und deswegen zusätzliche Aufgaben machen müsste. Also diese Zusatzaufgaben musste ich immer während der Pause machen und ich habe auch jeden Tag eine Stunde nachsitzen müssen, weil es geheißen hat, ich wäre zu dämlich und ich würde zusätzlich Hilfe benötigen. Später, was ich dann verstanden habe, was der wirkliche Grund war, war ja, dass die geglaubt haben, dass ich Diabetes habe. Also ich durfte zum Beispiel auch nicht mitturnen. Ich durfte beim Turnunterricht auch nicht mitmachen. Also die Lehrerin, die hat mich beinahe in der Klasse gelassen. Die ganzen Schüler sind dort turnen gegangen. Ich bin in der Klasse geblieben, musste dort bleiben und sie hat einfach das Licht ausgeschaltet und hat mich da im Dunkeln sitzen lassen in der Klasse. Und auch sie hat auch generell, diese Lehrerin hat auch generell mich von den anderen Schülern immer ausgesondert, distanziert. Ich wurde immer auch von ihr herabfallend behandelt. Oder auch wenn die anderen mit mir gesprochen haben, hat sie sich über das lustig gemacht. Also es war das Ziel, mich zu isolieren von den anderen Schülern und auch mir körperliche Bewegung zu verweigern. Manchmal habe ich mich hinausgeschlichen, vor allem wenn das Wetter schön war, in die Zehnerpause am Hof. Und es wurde sofort gerügt. Sie hat mich sofort reingeholt. Sie hat mir gesagt, was ist da los? Wieso laufst du und alles? Also ich habe nicht gehen dürfen, ich habe nicht laufen dürfen. Ich habe immer am Sessel sitzen müssen. Später habe ich den Grund erfahren. Also, der Grund war folgendes, weil die geglaubt haben, dass ich Diabetes gehabt habe oder sonst dergleichen. Oder auch mich vergiftet haben. Also ich weiß nicht ganz genau, was da war, aber so die Lehrerin und auch die anderen, also später dann, die mich dann zum zweiten Mal misshandelt haben dort. Die Leute haben geglaubt, dass ich entweder Diabetes habe und die wollten eben, dass diese Krankheit ihre Wirkung zeigt. Eben dadurch, dass ich keine körperliche Bewegung machen durfte oder die haben auch gewusst. Also ich habe beim ADEC dort unten immer viele Süßigkeiten gekauft und scheinbar haben die das gesehen und das gewusst und also ich kenne mich mit dieser Krankheit in Diabetisch, diese Diabetik als Krankheit nicht so aus, aber es gibt welche Formen von Diabetes, wo man als Kind noch weitgehend normal essen kann, aber später sich das entwickelt und alles solche Sachen. Es gibt auch sehr viele Variationen, wie dem auch sei. Und die haben eben, und diese Lehrerin, die hat gehofft, dass ich da Diabetes habe, um eben später mich zu töten und dann damit
meinen Platz, meinen Namen jemand anderes einnehmen kann. Die haben auch so da, wie sie mich dort mit der Frau Maas und mit den anderen Frauen da umgebracht haben oder gefoltert haben. Die haben auch darüber gesprochen, man müsse mich jetzt auf die Gleise legen. Und es ist ja tatsächlich ein Mädchen dort einmal gestorben auf den Gleisen. Also es war ja die Bahnlinie, es war in der Nähe vom Sägewerk, also die Schule war ja in der Nähe vom Sägewerk und da war die Bahnschiene und da hat es in meiner Kindheit einen Fall gegeben, wo ein Mädchen von der Bahn überfahren worden ist. Es ist sogar an dem Tag, ich kann mich erinnern, ist mein Vater nach Hause gekommen, er war voll aufgelöst, weil im Sägewerk einige Leute ihm mitgeteilt hätten, dass ein Mädchen vom Zug erfasst worden war, vom Zug überfahren worden war und dass er nach Hause gehen solle und dass man geglaubt hat, dass es sein Mädchen sei. Ich kann mich noch erinnern, ich war damals zu Hause und mein Vater ist nach Hause gekommen, völlig aufgelöst. Und das sind alles Sachen, die geschehen sind dort. Und es war ein Mädchen, das auch dort in der Nähe gelebt hat, soweit ich weiß. Also ich kann mich an sie kaum erinnern. Aber sie, und es hat dann geheißen, sie ist über die Schienen gegangen, also nicht am Schranken, nicht am Bahnübergang, sondern einfach so über die Schienen gegangen, das hat man da gemacht. Nur muss man auch sagen, also ich weiß nicht, wenn man nur sieht, das Sägewerk, wo das ist und dass beim Sägewerk immer Züge beladen worden sind, also man hat da beim Bahnschranken, wo es da geht, also das ist jetzt sehr schwierig, das sich vorzustellen, wenn man das Bild nicht hat, aber es hat einen Bahnübergang, Bahnschranken gegeben, der beim Sägewerk unmittelbar ins Sägewerk hinein geführt hat, das war damals. Damals war das der einzige Ein- und Ausgang ins Sägewerk, wo du müsstest eben da sonst übers Feld gehen. Und eben dort wurden an diesem Bahnschranken, wo es eben dann das Haus stand, wo das Haus vom Chef stand, wo auch das Büro war, wo es links, da wo links, wenn man so hinging, die LKWs beladen wurden und rechts, also wenn man sich jetzt unmittelbar auf den Bahnübergang stellt, also wir stellen uns jetzt vor, wir stellen uns auf den Bahnübergang, der ins Sägewerk führt, da ist gerade vor uns, ist eben dieses Haus vom Chef, wo das Büro ist, links, da geht es so runter in die Pakete, da sind Bretter, da werden LKWs mit Brettern beladen von Staplern und rechts, das sind eben diese Baumstumpfe, wo die Waldkante abgeschält worden sind und das sind Züge, Zugwaggons, die eben mit dem Bagger beladen werden, also es werden da Züge beladen. Und da fährt der Zug immer vorbei. Der Punkt ist, da kann man eigentlich nicht schnell vorbeifahren. Also das ist sehr gefährlich, selbstverständlich. Also so oder so, der Zug müsste dort langsam vorbeifahren. Und es ist ja eine Wegstrecke, die eigentlich sehr lang ist. Also man sieht da auch sehr weit zurück vom Bahnschranken beim Sägewerk bis zum zweiten Bahnübergang, eben da, wo ich zur Schule gegangen bin, wo es dann auch, das ist gegenüber dem Adek, also wenn man Högmoos sich vorstellt, gegenüber dem Supermarkt, der Adek ist ein Supermarkt und es ist zwar eine leicht gebogene Kurve, aber nichtsdestotrotz, das ist ein langer Bahnweg, der sehr gefährlich ist, ja, aber wo man nicht schnell fahren kann und wobei eigentlich der Zug, wenn wer auf der Straße liegt, das sehen müsste. Wie dem auch sei. Naja, es ist eben sehr mysteriös, vor allem nach dem, was die Damen da, was diese Frauen auch dort gesagt haben. Und dieses Mädchen, das wurde umgebracht und das war unkenntlich. Also es hat jeder gesagt, man kann ihr Gesicht nicht mehr erkennen, weil der Zug sie überfahren hätte. Sie sei eigentlich gar nicht erkenntlich, sondern nur mehr an ihrer Kleidung hätte man sie erkannt. Also, und ich kann mich erinnern, damals,
eben, da ist die Schwester, also ich weiß auch nicht mehr, wie alt dieses Mädchen war. Damals ist eben auch die Schwester gekommen zu den Arbeitsbaracken, dort, wo wir da gelebt haben. Und die ist da gekommen, sie war voll aufgelöst. Ich habe den Rest der Familie, glaube ich, nicht gesehen. Also ich habe es nicht verstanden oder ich kann mich nicht mehr erinnern. Den Rest der Familie habe ich nicht gesehen. Aber es ist eben die ältere Schwester ist da gekommen, voll aufgelöst, die hat geweint. Und die hat so gesagt, ja, der Zug hat sie erfasst, während sie über die Gleise gegangen ist. Das war, ja, das, man muss sich vorstellen, die einzigen Häuser auf der anderen Seite waren eben unsere Arbeitsbaracken oder auch da beim Stau, wo die Salzach aufgestaut worden sind, darüber, darauf, bei den Bergen, wo später zum Beispiel ein Serienmörder sein Unwesen getrieben hat, der auch damals in die Schule gegangen ist. Also dieser Serienmörder, der in die Schule dort gegangen ist, in Högmoos, und der dort oben auf den Bergen da gewohnt hat. Eben, da hat es Häuser gegeben, aber dieses Mädchen hat es immer geheißen. Also es war nicht ganz klar, warum sie über die Gleise gegangen ist. Es hat nur geheißen, sie ist über die Gleise gegangen. Die Schwester war voll aufgelöst, sie hat da geweint und alles. Es war ein riesiges Drama. Und es hat mich erinnert und es ist bis zum heutigen Tag immer wieder stehen geblieben, was da geschehen ist. Also dieses Mädchen, was da passiert ist. Also es war schlimm. Und in der Schule eben hat es ja so ein Muster gegeben. Also es hat Dinge gegeben, es hat Lehrer gegeben, die auch mit mir das machen wollten. Ne? Legen ihn auf die Gleise oder auch später, wo sie immer über einen Jungen gesprochen haben, der meine Identität übernehmen sollte. Also ich kann mich seines Namens nicht erinnern, aber dadurch, dass später auch jetzt in meinem Leben ich mehrmals meiner Identität beraubt worden bin, führt das zurück zu diesem Punkt, wie mir scheint. Die haben da auch gesprochen oder die wollten mir zum Beispiel auch die Zähne rausschlagen, weil dieser Junge hinten keine Backenzähne gehabt hätte oder sonst dergleichen, weil er hinten auch weniger Zähne gehabt hätte und dergleichen oder eine Zahnlücke hat der gehabt. Und die wollten mit mir auch eine Zahnlücke machen. Und das war das erste Teil. Und das zweite, was die immer gemacht haben, also wenn ein Kind zum Tode verurteilt worden ist, also diese Lehrer an dieser Schule in Högmoos oder auch in anderen Schulen, wenn ein Kind zum Tode verurteilt ist, weil das war ein Richter, oder die haben sich so aufgespielt, und haben eben die Leute zum Tode verurteilt, weil andere Kinder laut denen kein Recht zum Leben gehabt haben oder unwürdiges Leben waren und auch entbehrt worden, entbehrlich sind, umgebracht werden können und deren Leben aufgelöst werden kann und auch sozusagen auch deren Organe entnommen werden kann. Und das war immer so, wenn so ein Kind so abgeurteilt wird, dann wurde es für vogelfrei erklärt. Und das hat bedeutet, dass es missbraucht worden ist, mehrmals. Also diese Lehrer, die hatten mich. Der Grund, warum ich da missbraucht worden bin, eines der Gründe war, weil ich sterben sollte. Und dieses Muster, das hat es nicht nur damals in Högmoos gegeben, dieses Muster habe ich dann später auch in Wien erlebt, wo man meine Kinder ermorden wollte und man sie eben kurz dabei, bevor man zur Tat schreiten wollte und um meine Kinder ermorden wollte, der Meinung war, man kann und darf sie jetzt missbrauchen. Und dieses Muster, das war eben damals schon präsent in Högmoos, das war 1994, 1995, und das war wahrscheinlich davor auch bekannt oder davor auch praktiziert an dieser Schule. Da haben ja diese Leute schon seit Jahren
unterrichtet. Zumindest hat es alles den Anschein gehabt. Und das Nächste, was so geschehen ist, wo ich auch nicht weiß, war das davor, war das danach, war, also diese Lehrerin, diese Maria Volker, die hat wirklich auf mich abgesehen gehabt. Also die hat zum Beispiel mir versucht, auf die Beine zu treten. Also sie hat Schuhe gehabt, hat spezielle Schuhe mit Rillen und mit Zacken gehabt, hat versucht, mir auf die Beine zu treten und dergleichen. Also es hat da schon Versuche gegeben, mich da zu verletzen mehrmals. Und dann ist ein Vorfall geschehen, das war immer Turnsaal. Turnsaal, wir haben Turnunterricht, also normalerweise darf ich nicht mit turnen. Normalerweise würde ich, während die anderen immer turnen gehen, in der Klasse sitzen, das Licht ist ausgeschalten und ich sitze im Dunkeln. So quasi. Ja, eines muss ich noch erklären, also der Grund, warum die geglaubt haben, dass ich Diabetes habe, war der, dass ich ohne Bauchspeicheldrüse geboren bin. Also der Grund war folgendes, dass damals eben wurde ich wahrscheinlich auch vergiftet und dergleichen. Ich weiß nicht, was es war, aber das war jetzt so ausgesehen, als ob ich kränklich wäre oder dergleichen, oder ob das Diabetes wäre, aber nichtsdestotrotz, also ich habe andere Organe, Einteilungen, und es hat sich dann später herausgestellt, also dass ich ohne Bauchspeicheldrüse überleben kann, also ich brauche keine Medikamente und dergleichen, also ich kann so überleben. Ohne Bauchspeicheldrüse ist es dann auch nicht klar so gewesen für viele, wie ich eigentlich überlebe. Aber nichtsdestotrotz, die haben eben auch da vom Krankenhaus Akten und so gehabt. Und im Krankenhaus hat man am Anfang geglaubt, dass ich eben Diabetes hätte oder dergleichen. Also das war auch dieses Krankenhaus, was dann das erstgeborene Kind meine Eltern umgebracht haben und dann mit einem anderen vertauscht haben, und auch später, die auch meine Mama war, bevor sie mich bekommen hat, auch noch einmal schwanger gewesen. Sie wurde vergewaltigt. Das Kind war von jemand anderem und sie wurde dort vergewaltigt vorher, und dieses Kind wurde ihr mitgeteilt, dass das gestorben sei. Das war ein Mädchen, das bei der Geburt gestorben sei. Aber das Mädchen hat gelebt. Also das wurde ihr weggenommen. Das war das Kind von jemand anderem. Aber meine Mama wurde eben damals schon unter diese Droge gezogen. Also sie war schon damals im Einfluss dieser Droge, was eben deine Gedanken, deine ganzen Erinnerungen löscht, und die haben eben das Krankenhaus, also die waren auch immer Krankenhaus tätig, und da haben wir auch das Kind meiner Mutter weggenommen, also dieses Kind und auch die Leute, die da vergewaltigt hatten, meine Mutter vergewaltigt hatten, die hat man ja bis zum heutigen Tag nicht zur Rechenschaft gezogen. Aber dieses Krankenhaus, das hat da eine wichtige Rolle gespielt. Also es waren zwei Krankenhäuser. Ich weiß jetzt nicht, welches da wirklich eine tragende Rolle gespielt hat. Das eine Krankenhaus war dieses Krankenhaus in Schwarzach. Das ist ein katholisches Krankenhaus. Das ist das Kardinal Schwarzenbach oder Schwarzenbergerisches Krankenhaus war das, und es waren ja auch in dieser Sache sehr viele Nonnen, oder auch nicht sehr, sehr viele, aber einige katholische Geistliche waren auch in dieser Sache verwickelt, wobei ich dann der Meinung bin, dass auch vielleicht es eben dieses Krankenhaus war. Und das zweite Krankenhaus war Zell am See, das Krankenhaus in Zell am See, wobei ich auch nicht weiß, inwiefern die dort involviert waren. Aber nichtsdestotrotz, das hat man da gemacht. Also meine Mama hat man da eben vergewaltigt, als Frau vergewaltigt. Sie war damals schon mit meinem Vater zusammen. Man hat sie unter Drogen
beeinflusst. Ich weiß nicht, wie das geschehen ist. Und meine Mama hat sich Jahre später, also ich habe das gar nicht gewusst, Jahre später, das war, wie ich 18, 19 Jahre alt war, hat meine Mama auf einmal zum Sprechen begonnen. Das war noch diese Sache, was in der Schule vorgefallen ist, wo ich zum ersten Mal verstanden habe. Das war halt damals in der Handelsschule, was da vorgefallen ist und wo ich dann zum ersten Mal verstanden habe oder zumindest mehr und mehr begriffen habe, was da um mich herum geschieht. Und damals hat meine Mama so gesprochen, darüber zum Sprechen angefangen, dass sie schon einmal schwanger war, mit einer Tochter schwanger war, aber dass die Tochter bei der Geburt gestorben sei. Oder das hat man ihr damals gesagt. Aber das war neu für mich. Und später, erst Jahre später, habe ich dann erfahren, nein, dieses Mädchen, das lebt, glaube ich, heute noch. Und sie ist eben ein Seid. Also es wurde eben meine Mama vergewaltigt und später, das habe ich auch erfahren, meine Mama wurde auch dann ein zweites Mal vergewaltigt. Das war, als sie mit mir schwanger war. Nur das habe ich gehört, ja, dass scheinbar der gleiche Mann oder auch jemand anderes, glaube ich, es muss entweder der gleiche Mann oder jemand anderes sie dann, während sie schwanger war, auch nochmal missbraucht hat, vergewaltigt hat. Ich weiß jetzt aber nicht, wo, in dem Krankenhaus oder sonst dergleichen, aber das sind geisteskranke Psychopathen, die auch sehr viele Videos und Filme immer gemacht haben, aufgezeichnet haben. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich meine, wenn man nur bedenkt, was alles da geschieht und da war eben fassungslos irgendwie, ja. Das ist geschehen ist und auch da Jahre später ist ans Licht gekommen und das war ja eine organisierte Gruppe, wo ja das Krankenhaus dabei war, drin war, die Schule war da dabei, die Polizei war da dabei. Also das war ein riesiger Pädophilen- und Vergewaltigerring, die da auch Kinderpornos vertrieben haben. Und das müssen auch Politiker waren da auch dabei. Also das wird später in der Hauptschule, habe ich erfahren, da waren Direktoren und Bürgermeister darin verwickelt. Das war auch der Grund, warum die Täter nie gefasst worden sind, warum sie auch damit davon kommen konnten, so viele Jahre und auch viel noch schlimmer, dass es vor den Augen der Menschen geschehen ist. Dass man da dagegen nichts machen konnte, dass die übermächtig waren. Und das war schon, vieles ist da falsch gelaufen, vieles ist da widerwärtig gelaufen. Weil ich habe mich auch an die Polizei gewandt mehrmals und es war ergebnislos. Und an dem Tag, an dem wir eben da turnen gegangen sind, das war neu, schon seit langem durfte ich nicht mitturnen. Dann hat sie mich da eben mit tun lassen, aber in ihrem Gesicht war etwas Gemeines, etwas Hinterhältiges. Also diese Lehrerin Maria Volker, die hat so immer so ein listiges, hinterhältiges Lachen gehabt. Das gleiche hinterlistige Lachen, was ich dann später auch bei meiner Adoptivschwester gesehen habe. Die müssen irgendwie verwandt sein, vor allem die Gesichtszüge und alles waren sehr ähnlich. Ähnlich oder sind sie ähnlich mit ihr gewesen und dergleichen. Und eben da gehen wir so Touren, wir haben uns umgezogen. Ich bin, glaube ich, barfuß. Ja. Und wir spielen da und dann hat es auf einmal geheißen, ja, wir müssen uns in der Klasse verteilen. Verteilen wir uns. Dann sagt die Lehrerin zu mir, also sie hat mich da persönlich angesprochen, ich soll mich gegenüber ins andere Eck stellen. Ja, soll mich da ganz ins Eck stellen. Und
Ich bin mir nicht sicher, was für ein Spiel das war, aber es hat dann irgendwie bin ich dann alleine in dem Eck geendet. Ich bin irgendwie alleine in dem Eck da geblieben und die Lehrerin hat dann alle anderen Schüler sofort zu sich gerufen. Die hat dann alle anderen Schüler sofort zu sich gerufen und ich bin dann auf einmal im Turnsaal alleine geblieben. Das war eine Schrecksekunde. Also ich habe da nicht verstanden, was da war. Ich habe nur gesehen, wie die Schüler da rausgegangen sind. Die Lehrerin hat mich noch einmal angesehen, hat eben da gelächelt wieder, wie ihr hinterhältiges Lachen. Und dann ist die Tür zugefallen. Ich habe da nicht gewusst, was ich machen soll. Bin zur Tür entlang gegangen und dann merke ich so, auf einmal öffnet sich die Tür und jemand wirft so Glassplitter auf den Fußboden. Also das sind einige Glassplitter sind auf den Fußboden dahin gefallen. Und ich habe da gesehen, sie glänzen da und ich habe nicht gewusst, was da los ist, warum die das alles machen. Und ich habe versucht, da dem auszuweichen. Oder ich glaube, ich habe versucht, dem auszuweichen. Aber ich war nicht erfolgreich. Also ein Glassplitter hat sich dann in meinen Fuß verfangen, in meinen Zeh verfangen gehabt. Und es hat sehr weh getan. Und das ist ein Erinnerungsfetzen, den ich habe. Dann der zweite Erinnerungsfetzen ist eben, ich war auch da im Turnsaal. Es kommt jemand her, das ist ein Mann, der sich später, den ich in der Hauptschule in Taxenbach wird sich dieser Mann mir als Herr Pahammer vorstellen, also als Deutschlehrer, das ist auch immer wieder ein Muster bei diesen Pädophilen und Vergewaltigern gewesen, die haben sich immer als Deutschlehrer und ausgegeben, obwohl sie Ausländer waren, haben immer diese österreichischen Namen übernommen, waren Ausländer offenbar und haben sich immer als Deutschlehrer oder dergleichen ausgegeben, also als Autorität oder das ist auch ein generelles Muster wiederum bei diesen Pädophilen, sich für etwas auszugeben, wovon man hofft und glaubt, dass niemand das in Frage stellen würde, denn würdest du die Deutschkenntnisse eines Deutschlehrers in Frage stellen oder würdest du jemanden, der ein Held ist, der Menschen, Kinder rettet, zum Beispiel den in Frage stellen, dass der Kinder missbraucht oder so, würdest du den damit verdächtigen, dass der Kinder missbraucht? Also das ist ein Muster, was bei sehr vielen Pädophilen immer aufzufinden ist. Also diese Pädophile, die geben sich dann als betont, als Experten betont, als liebevoll und dergleichen. Und dass die doch keiner Menschenseele irgendetwas zu Leid zufügen, Leid zufügen können und dergleichen. Und dieser Pahammer, dieser Mann, der sich später auch, es ist dann später herausgekommen, der war eben, ich weiß nicht, wo der war, der war auch später an der Hauptschule in Taxenbach, der war auch da sehr involviert, zum Beispiel, der hat immer es hat immer vor Weihnachten, also das war auch jetzt, ja, deswegen erinnere ich mich auch an dem, also vor Weihnachten, diese ganzen Advents-Vorbereitungen und vor Weihnachten sind wir in der Hauptschule in Taxenbach ist die ganze Schule hat sich da immer versammelt vor dem Konferenzzimmer bei den Lehrern. Das war oben im zweiten Stock. Also da haben sich die Leute immer versammelt, die Schüler immer versammelt und haben Weihnachtslieder gesungen. Also vor dem Konferenzzimmer hat sich so ein riesiger Kreis gebildet und haben dort Weihnachtslieder gesungen. Und dieser Pahammer, dieser Mann, der sich als Pahammer ausgegeben hat, hat da immer mit der Gitarre diese Lieder gesungen, vorgesungen. Er hat den Ton angegeben. Also,
und er war sehr fest involviert in dieser Schule in Taxenbach. Und er ist dann in der Volksschule in Hügmoos, damals, wie ich 6, 7 Jahre alt war, wie gesagt, ich bin mir nicht sicher, ob das darauf, sofort darauf gefolgt ist, ist er eben ins Turnsaal gekommen. Ich war verletzt, ich habe geblutet, ich habe Schmerzen gehabt, ich habe nicht mehr auftreten können. Und da ist er reingekommen, ich kann mich erinnern, er hat ich glaube, Schuhe gehabt oder sonst dergleichen, und er ist über die Glassplitter gegangen oder sonst irgendwas. Und er ist so gekommen. Das Nächste, was ich so weiß, ist, dass er sich ausgezogen hat. Ja, er hat eine Erektion gehabt, also das hast du schon gesehen. Und er wollte mich dort vergewaltigen, missbrauchen. Und er hat schon eine Erektion und alles gehabt. Und in dem rechten Moment ist dann eine Frau gekommen. Ich weiß nicht, wer diese Frau ist. Ich kann mich auch nicht erinnern, wie diese Frau ausgesehen hat. Also ich war immer noch unter Schmerz. Ich habe geweint. Ich habe nicht verstanden, was da los ist, was diese Leute mit mir machen. Und da ist eine Frau, hat die Tür auf gemacht in dem Turnsaal und hat zu diesem Mann, zu dem Paar eben da gesagt, er soll das nicht machen. Also was er da macht, oder er soll das nicht machen. Und der Paarhammer hat dann erwidert, ja, der stirbt sowieso an einer Vergiftung jetzt. Also es war klar, also die haben geglaubt, ich habe Diabetes und dass ich sowieso sterben würde und dass man mich dann dadurch missbrauchen kann. Es ist da nicht zum Missbrauch gekommen, also das hat mich gerade noch gerettet. Aber das Nächste war, die haben mich da stehen lassen. Also das Nächste, was ich mich erinnere, war, dass wir irgendwo anders hingegangen sind. Also ich bin nicht zum Arzt oder zum Doktor gebracht worden. Die haben mich da beinahe stehen lassen. Du gehst nicht nach Hause, du stehst jetzt. Also die haben mich da, ich weiß auch nicht für wie lange, die haben mich da stehen lassen. Und das Nächste, was ich weiß, ist, dass wir eben da irgendwo sind, in einem Raum, wo auch wieder der Paarhammer ist und der sitzt vor dem Klavier und der spielt Klavier. Ja, und ich stehe so neben ihm wieder, in meinem Fuß ist eben dieser Glassplitter, ich blute, es schmerzt, ich glaube, dass die Frau mir sogar ein Pflaster gegeben hat, aber der Paarhammer hat dann so gelacht, ja, das wird sowieso nichts helfen, der stirbt sowieso, und es war so belustigend für ihn. Und der war stinksauer, der war wirklich wütend, weil er hat sich scheinbar Hoffnungen gehabt, dass er mich missbrauchen darf, dass er mich vergewaltigen darf, und er durfte nicht. Also man hat da schon gesehen, er war stinksauer. Und ich bin da eben da in diesem Raum, ich weiß nicht, wo das jetzt genau war, aber der hat da Klavier gespielt. Ich bin da daneben gestanden mit Schmerzen. Also der hat mich da lange stehen lassen mit Schmerzen und hat eben da Klavier gespielt neben mir. Es war ihm egal. Und ich glaube, er hat mich sogar auch gefragt, ob es mir gefallen hat. Und ich wollte alles tun, um ihn zu besänftigen. Ich habe auch damals verstanden, ich bin da in seiner Hand und er kann mit mir alles machen, was er will. Und ich habe ihm gesagt, es hat mir sehr gefallen, oder ich weiß nicht so genau, irgendwas habe ich so gesagt, besänftigen. Und er hat dann irgendwie so gemeint, dass ich eben doch noch was Gutes gehört hätte. Also davor jetzt noch was Gutes gehört habe, so quasi, dass du vor meinem Tod noch eine gute Melodie gehört hätte oder dergleichen. Also so hat es gewirkt. Also das ist auch ein Erinnerungsfetzen, der geblieben ist. Und dann das Nächste war, das ist auch, ich weiß auch nicht, wann das war oder ob es darauf folgend war. Dann sind wir in der Klasse. Also ich bin alleine in der
Klasse. Und da ist auch wieder, mir sitzt gegenüber dieser Paarhammer. Er ist wütend, er ist stinksauer. Ich bin der Meinung, das war nachher, das war Tage nachher, ich weiß nicht, also wo, ich bin dann nicht an einer Vergiftung gestorben, eben an dieser Blutvergiftung, weil ich eben kein Diabetes hatte, und die haben dann herausgefunden, glaube ich, dass ich kein Diabetiker bin. Das war auch der Moment, glaube ich, wo sie dann herausgefunden haben, dass mein Körper besonders war, dass ich eben da ohne Bauchspeicheldrüse geboren bin und trotzdem überlebe und trotzdem kein Insulin und alles brauche. Und die haben das scheinbar noch gesehen, gemerkt und dergleichen. Und da sind wir eben in der Klasse, das war, ich glaube, Tage, Wochen später oder so. Und da ist auch wieder der Paarhammer, da sitzt mir gegenüber und der ist stinksauer, der ist wütend, der spricht davon, dass wir, also mit wir ist, glaube ich, gemeint Türken, weil ich aber später erfahren, dass der Paarhammer, dass der in Wirklichkeit ein Kurde war, dass der spricht davon von ihr, ja, ihr habt meinesgleichen alle umgebracht, sagt er so, spricht er so. Gemeint ist, glaube ich, das, was da in der Türkei gelaufen ist, und er hat so gemeint, dass ich für die Verbrechen, die scheinbar da begangen worden sind, dass ich dafür erhalten müsse. Für diese Verbrechen, die da im Südosten der Türkei an den Kurden begangen worden sind. Also so hat er gesprochen zumindest, dass ich für das herhalten müsse. Und er war wieder wütend. Also es war wieder so, man hat schon gemerkt, er hat sich Hoffnungen da gemacht gehabt, mich zu missbrauchen, und es ist eben ihm nicht da gelungen. Und ich weiß nicht, was da der wirkliche Grund war, aber ich glaube, er hat mich sogar aufgenommen. Also es war ein Diktiergerät da und ich habe, glaube ich, Geschichten erzählt. Das war, ich weiß nicht, warum und wie das gekommen sind, aber er hat mich da Geschichten erzählen lassen, oder ich glaube zumindest, dass ich da Geschichten erzählt habe, und er hat ein Diktiergerät gehabt, glaube ich, also dieses Diktiergerät hat da mich aufgenommen, und ich habe mich da irgendwie durch Geschichten erzählen am Leben gehalten. Also ich weiß nicht, wofür er diese Geschichten alle gebraucht hat, wofür er die alle verwendet hat, aber ich weiß auch nicht, was der Inhalt dieser Geschichten waren. Also Jahre später, ich kann mich da nicht mehr erinnern. Ich glaube, ich weiß nicht, ob die irgendwie erfunden oder es hat immer wieder geheißen, dass ich so ein guter Geschichtenerzähler sei, dass ich eine lebhafte Fantasie hätte. Und also ich habe da Geschichten erzählt und der hat die scheinbar gemocht, oder die haben das sehr gemocht, und der hat mich da aufgenommen. Und ich, also mit einem Diktiergerät, glaube ich, hat er mich da aufgenommen. Also, und ich habe da erzählt, und dort jede Geschichte hat mich irgendwie am Leben gehalten. Und er hat immer wieder voller Wut, voller Entbrannt, war außer sich. Und er, du hast so gesehen, er war wirklich voller Spannungen. Und er ist vor mir gesessen. Er hat eine Erektion gehabt, also das hat man schon gesehen. Er versucht, diese Erektion zu verschleiern, seine Hand drauf zu legen und so gleich. Aber man hat schon gesehen in seiner Hose, er hat eine Erektion gehabt, er wollte da mich missbrauchen. Und eben, ich habe da eben da Geschichten erzählt gehabt. Und auch ist er, das ist eine Erinnerung. Und dann ist jemand in die Klasse gekommen, da bin ich mir auch jetzt nicht ganz sicher, aber das war jemand, den ich später auch kennenlernen würde an der Volksschule in St. Georgen, oder auch der später in der Handelsschule sich als mein Geographielehrer und sogar als Nachbar, sich sogar auch als mein Nachbar ausgibt, also dieser Walter Eigner, der war, glaube ich, dort, der ist reingekommen, der hat mit dem Paarhammer irgendwas gesprochen, die haben da irgendwas ausgemacht, es war nicht ganz klar, der Paarhammer war nachdenklich.
dann ist der Walter-Eigner, der hat mich nur mal angesehen, für einige Augenblicke, und dann ist er wieder hinausgegangen. Also das war aus der Klasse. Und das war eben eines dieser Erinnerungen. Und auch dieser Walter-Eigner, der hat auch eine falsche Identität benutzt. Dann das Nächste, was ich erinnere, wobei ich auch nicht weiß, ob das davor ist oder danach ist, da bin ich wieder im Turnsaal und ich bin wieder im Eck. Ich glaube, es war auch gleich nachdem die ganzen Glassplitter da auf den Boden geworfen worden sind und dieser Parmer versucht hat, mich zu vergewaltigen, aber dann zurückgepfiffen wurde. Da ist dann die Tür aufgegangen und da sind, glaube ich, zwei Hunde hineingekommen. Ich weiß nicht, also wie die mit den Glassplittern das da gemacht haben, aber oder ob das darauf folgend war, ich bin nicht sicher, aber das war wieder im Turnsaal und das sind zwei Hunde auf mich losgestürmt. Aber die haben mich nicht attackiert, diese Hunde. Ich weiß nicht warum oder dergleichen, oder ich erinnere mich nicht, aber die haben mich nicht attackiert. Und das war nicht das erste Mal, wo diese Leute versucht haben, Hunde zu verwenden, um mich umzubringen. Das hat später auch mehrmals versucht, mit Hunden mich zu attackieren. Später auch in Wien sollte ein Hund mir das Gesicht zerbeißen. Oder auch, es hat auch meine Kinder wurden auch von Hunden attackiert, wo man auch Hunde absichtlich auf meine Kinder gehetzt hat. Und dergleichen. Also das ist auch ein Muster, was man bei diesen Pädophilen und Vergewaltigern immer wieder gefunden hat, eben, dass sie Hunde, Tiere verwenden, damit die eben das umbringen. Also es hat auch Schlangen, es wurden auch Schlangen verwendet, später in Wien auch, aber damals in der Volksschule haben die einen Hund verwendet. Zwei Hunde waren da, die da hineingeschickt worden sind, um mich da umzubringen. Dann später auch, das war in der Hauptschule, hat man auch einen Dobermann. Also es hat in der Hauptschule in Taxenbach gegenüber der Hauptschule in Taxenbach in Taxenbach, da war eine Volksschule, Kindergarten und das Polytechnikum, also die polytechnische Schule, das war alles in einer Schule und da hat es einen Werkraum gegeben, der polytechnischen Schule, und da gegenüber hat es jemand gegeben, der hat einen Hund gehabt, einen Dobermann. Und dieser Hund, der war extrem aggressiv, der hat immer sofort gebellt, und wenn da jemand vorbeigekommen ist, und es war immer so, als ob er fast auf die Straße hüpfen würde und so. Und dieser Hund, der hat mich danach auch in Ding attackiert gehabt, an der Hauptschule versucht zu attackieren. Aber ich bin mir jetzt sicher, es war nicht erfolgreich. Und dann später in Wien hat man ja das auch wieder versucht. Oder in Wien hat man auch mit Wölfen und so alles versucht. Oder mit Schäferhunden und Wölfen und alles versucht, mich zu attackieren. Oder auch bei meinen Kindern, wo man auch die Hunde wirklich auf die gehetzt hat. Und das geht zurück eben an diese Volksschule. An der Volksschule in Högmoos hat man das einmal da gemacht. Und ich weiß nicht warum, aber diese Hunde, die haben mich schlussendlich nicht attackiert, die haben mich in Ruhe gelassen. Das ist das Nächste. Aber wie gesagt, ich bin mir nicht sicher, wann das war. War das wieder davor, war das danach? Also es fehlt die Zeit oder die Chronologie. Wann jetzt was geschehen ist, war das überhaupt später oder war das danach? Also ich habe da sehr, sehr problematische Erinnerungen daran. Und das Nächste, was ich dann weiß, was auch mit dem Parhammer zu tun hat, das war, wir sind da in einem
Haus oder irgendwo, vielleicht auch in der Schule. Ich kann mich nicht mehr erinnern, wo das genau war. Aber wir sind da irgendwo in einem Haus und der Pahammer, dieser Mann, den ich eben als Pahammer kenne, der bringt ein Kind herein. Das ist ein junges Kind, so wie ich, aber ich glaube, er ist jünger wie ich und er lacht, also der Pahammer, der lacht so und ich bitte ihn, also ich weiß nicht, was da war, was da so geschehen war und ich bitte ihn, also ich flehe diesen Pahammer an, dass er das alles lassen soll, dass er das alles nicht machen soll. Ich flehe ihn an, dass er es nicht machen soll, aber er lacht nur und sagt, ja, weil ich es nicht mache, weil ich nicht mit ihm zusammen sein will oder so irgendwas, sagt er, weil ich es nicht gewähren lassen will, muss er jetzt das mit einem anderen Kind machen, weil ich nicht lieb zu ihm bin oder dergleichen, sagt er. Sowas Ähnliches sagt er, ich weiß nicht genau, was er sagt. Aber er versucht mich mit dem Kind zu erpressen eben. Also wenn du es nicht machst, also wenn du dich von mir nicht missbrauchen lässt, dann wird das andere Kind eben dafür herhalten müssen. Und ich bin da sehr aufgelöst. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Und da wiederum bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Aber da sehe ich ein Messer, also in dieser Wohnung. Ich glaube, es war eine Wohnung oder dergleichen. Also ich weiß nicht, wo das war. Sehe ich ein Messer und ich habe das Messer dann genommen und habe es bearbeitet. Also ich habe es gemacht, also ich habe den Pahammer seinen Genitalbereich mit dem Messer bearbeitet, aber ich bin jetzt nicht mehr sicher, ob es in der Wohnung war oder nicht oder dergleichen. Aber es ist dann später, habe ich dann erfahren, also das war später dann. Das war ich, weil er hat es noch später gesagt. Später, das war dann, das war eben eine Erinnerung und ich weiß nicht mehr, was dann geschehen ist. Und die nächste Erinnerung, die ich habe, ist eben, da war ich in der Arbeitsbaracke zu Hause, eben bei uns zu Hause und ich bin da alleine nach der Schule nach Hause gekommen und es ist ein Kind bei uns zu Hause. Also bei uns zu Hause in der Arbeitsbaracke oder bei den Arbeiterwohnungen ist ein Kind zu Hause. Ich bin mir nicht sicher, ist das Kind dorthin gekommen oder später gekommen. Aber es ist wieder dieses gleiche Kind, was davor schon beim Pahammer war. Also ich weiß jetzt das weiß ich, dass das danach war. Und dieses Kind kommt so her in meine Wohnung. Ich weiß nicht, was die vorhatten, was ich machen sollte mit dem oder was da geschehen sollte. Aber ich habe da wirklich Angst gehabt. Bin dann aus der Wohnung gelaufen. Ich glaube, ich habe da sogar jemanden auch getroffen. Ich bin mir nicht sicher. Ich habe diese Maria Volker oder sonst wen getroffen. Ich bin mir aber nicht sicher. Ich bin dann eben sofort aus der Wohnung gelaufen, bin bis zum Büro gelaufen. Also ich habe gewusst, wo der Chef wohnt, also wo eben dieses Büro war, wo sofort beim Bahnschrank, Bahnübergang, wo dieses Haus vom Chef war, wo auch das Büro war. Ich bin da sofort hingelaufen, weil wir haben ja zu Hause kein Telefon oder sonst dergleichen gehabt. Ich bin darauf hingegangen, ins Büro. Da waren einige Leute, also beim Empfang, gleich also vor beim Eingang, waren es nur so zwei, drei Treppen, bin ich reingegangen. Da waren zwei, drei Leute, glaube ich. Also da war auch eine Frau dort. Eine junge Dame, Frau, ja, war dort und vielleicht auch zwei andere Büroarbeiter. Und ich habe denen dann mitgeteilt, was da geschieht. Also da ist jemand in meiner Wohnung, habe ich da geschrieben, die wollen das und das mit mir machen. Ja, ich war voll aufgelöst, ich habe da geweint. Ich habe mich eben dieser Frau da anvertraut.
oder diesen Menschen da. Und ich habe dann gesehen, dass und ich weiß nicht mehr genau, was da dann so gelaufen ist, aber dann waren wir eben von draußen, also vor dem Haus, vor dem Büro sind wir so gestanden. Da war dann, glaube ich, auch dann der Chef da, also der Besitzer dieses Sägewerkes war dann dort. Da waren auch diese Büroangestellten dort und da war auch der Pahammer dort, also dieser Mann, den ich als Pahammer gekannt habe und der war wieder wütend und der hat mit denen so gesprochen und der hat so dann so gemeint, ja, ich werde euch zeigen, was er mit mir gemacht hat. Also er hat dann die Hose aufgemacht und hat sie eben dann runtergezogen, seine Hose, und da habe ich eben dann gesehen, dass er keinen Penis mehr gehabt hat oder dass er Einstiche gehabt hat. Also daher weiß ich, dass ich das gemacht habe, weil es er gesagt hat, weil es der Pahammer eben da gesagt hat. Ich weiß aber nicht genau, wann das geschehen ist. Also, aber der Pahammer hat das da gesagt, ja, er hat das mit mir gemacht, er war wütend und der Punkt ist, naja, es ist damals, ich glaube, es ist damals auch die Polizei gekommen, aber es ist natürlich nicht viel geschehen, denn dieser Pahammer hat dann später, wie ich dann in der Hauptschule in Taxenbach, wie ich dann in die Hauptschule gegangen bin, war der dann da, war der mein Deutschlehrer. Ich habe mich dann damals nicht mehr an ihn erinnert, aber man hat schon gesehen, diese Spannungen, die da schon waren. Also man hat diese Spannungen schon wahrgenommen. Also damals war schon, damals hätte man das alles schon aufhalten sollen, aufhalten müssen. Und das ist eben, wie gesagt, also ich weiß nicht genau, wie die Reihenfolge da war. Oder auch es sind da noch andere Zwischenfälle passiert in der Volksschule in Högenmoos und dann später auch in St. Georgen, aber in Högenmoos, da sind noch andere Zwischenfälle geschehen, wo ich nicht sicher bin, wann die waren, also waren die dazwischen, waren die aufeinander folgend, aber es war wirklich sehr düster diese Zeit, also auch sehr, sehr schwierig, psychisch problematisch und auch so zermürbend. Aber das erinnere ich mich noch, also es hat durchaus Momente gegeben, wo eben dieser Pahammer oder auch diese Leute da, durchaus die Leute davon gewusst haben, was da geschieht, was da in der Schule da geschieht. Aber es hat niemand was dagegen gemacht. Also das ist einfach so weitergegangen. Und der ist dann später ganz normal Lehrer geworden in Taxenbach. Das ist ein Pädophiler, der ganz normal Lehrer, sich als Lehrer ausgegeben hat, der eine falsche Identität angenommen hat, und das schon 1994, 1995 wurde das schon aufgedeckt, und da noch bis Jahrzehnte später hat der da noch unterrichtet, also so quasi unterrichtet, hat der Kinder dort noch missbraucht und dergleichen. Also das ist in Österreich auch vorgefallen und ich weiß nicht, also es wirkt alles so nicht real, dadurch, dass eben dagegen nichts gemacht worden ist, obwohl es eigentlich schon öffentlich war, obwohl das eigentlich schon jeder darüber gewusst hat, weil die Leute müssen ja darüber reden, das war öffentlich, das war am helllichten Tag im Sägewerk. Das macht einen sprachlos irgendwie. Und ich weiß auch nicht, also wie viele Menschen leben, die alle zerstört haben, wie viele Kinder, die alle zerstört haben. Ich weiß auch nicht mehr, was ich dazu noch sagen soll.